Das ist hier nicht die Skyline von Prora auf Rügen. Nein, das ist Gardebusch. In Nordwest-Mecklenburg. Mit grüner Brücke. Die Farbe gab es im Konsum. Wir fahren erstmal geradeaus. Hier ist Gardebusch. Das ist ein Gemeinde- oder Feuerwehrhaus. Hier Fußweg für Mutter und Kind. Da haben wir nochmal die Ansicht auf die Garagen. Also man geht davon aus, dass jeder ein Auto hat oder irgendwie eine MZ. Und die wird dann da abgestellt. Da oben wohnt man in Gardebusch. Wir haben ja nicht das Jahr 1960, sondern 2012 haben wir schon. Also 2012 und zwar genau den 2. September. Hier nochmal schön Parkartikelstelle. Ja, haben auch sogar alle Buchstaben dran. Den Gardebusch. Nicht mal, dass man den falschen Trapp wieder rauszieht. Hier ein bisschen willkommen. Da sagen wir erstmal nichts. Hier gibt es genug zu erzählen. Den 10 Meter soll ich anhalten. Okay? Ich fahre jetzt einfach zum Zentrum. Rechts rum. Zentrum Gardebusch. Müsste ja interessant sein. Gucken wir auch mal. Hier, was hier los ist. Gardebusch. Die freuen sich alle. Willkommen. Hier, Familie mit vier Kindlein. Prima. Hier ein Romantica Pizza Service. Gardebusch. Hier war ich vor 20 Jahren auch mal. So ein Markt, ein Baumwand da, kein Markt. Wir fahren einfach mal die Spielstraße hoch. Oder auch nicht. Wir fahren mal hier längs. Spielstraße, das ist ja wahrscheinlich alles in Ordnung da. Da wollen wir nicht. Guck mal, 38.000 Euro. Das hier der Bauplatz. Wir wollen auch mal die Unordnung zeigen und wir vermuten hier die Unordnung. Weil das ist im Zentrum liegt, sondern etwas aus unten. Das ist die Hafenbar hier sogar. Wo ist denn überhaupt? Da ist wohl irgendwo Hansa Rostock. Ah, Fan, meine Initialen hinterlassen. Und hier fahren wir mal aus dem Rund. Da, der Bus. Da. Genau, das ist gut, dass wir hier fahren. Das wird alles mal zeigen, wie das hier aussieht in der Realität. In Gardebusch. Schöne Stadtbesichtigung. Auto. Brauchen wir nicht gehen. Schlossmuseum ist rechts rum, da fahren wir auch nicht längs. Wir fahren jetzt hier oben rum. Da war ich schon mal früher. Fahren wir hier längs, da ist eine Kirche oder sowas. Genau. Moscheen gibt es hier glaube ich noch nicht. Schade eigentlich. Diese Bereicherung können wir auf diesem Ort hier. Gardebusch. Interessant hier.
andere, die haben es wohl nicht leicht. Das gibt es hier dann noch. Fernsehladen. Fernsehen brauchen sie immer. Ja, auch noch ganz schick. Schicke Häuser. Da ist noch die Volkshochschule. Wir wollen jetzt. Wir fahren einfach mal hier rum. Ich glaube, da kommen wir sogar her. Weiß ich jetzt nicht. Köchelsdorf ist wo. Fahren einfach mal links rum gleich. Köchelsdorf. Ja, da waren wir noch nicht. Hier rum. Hier noch Gardebusch. Muss man gesehen haben. Eisenbahn haben sie sogar. Wie war ja, gib Gas. Hier schicke Damen. Junge Damen. Hier Gardebusch. Hier auch ein bisschen Mehrfamilienhäuser. Gehört immer dazu, auch Lübeck und so. Geht nicht ohne. Eine Stadt, glaube ich, in Deutschland, da geht das ohne. Das war Parkburg. Parkburg. Und hier kommt Güstrow. Geht gleich weiter. Nicht Güstrow, sondern weiß ich die Dame. Güstrow. Auch slawisch. Ne? Wahrscheinlich haben sie hier Gardebusch, haben die Germanen früher gelebt und hier mussten sie in Slawen leben. Weil OW am Ende immer, braucht ihr euch nicht aufregen, ist slawisch, wendisch und sogar mein eigener Ort war früher so genannt worden, den haben sie umbenannt, germanisiert. Okay, das war Gardebusch, das gehört dazu. Und tschüss.